Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Legion in Trümmern anzunehmen bei Papa Mauschel im Nether-Sturm an dieser Position. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Vorquest war Bild eure Rolle. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5. Also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte euch aber auch helfen in BC Classic. Soweit ich weiß, hat sich in Burning Crusade nichts verändert von den Quests, bloß vielleicht die Lebenspunkte der Mobs oder die Anzahl der benötigten Mobs oder Gegenstände. Ansonsten ist normalerweise alles noch an derselben Position. Ja, wie ihr seht, kann ich fliegen. Aber ich fliege am Boden entlang, damit ihr meine Wege nachverfolgen könnt. Sonst wäre das Video ein bisschen sinnlos, sage ich mal. Nun bin ich auch schon gleich im Gebiet. Und ja, ich werde hier auch die Map aufmachen. Moment, da bin ich einmal falsch abgebogen, beziehungsweise zu früh. Hier geht's hoch. So, das ist das Questgebiet. Und hier heißt es 5 Schicksalsschmiede töten für die Quest und 15 Ingenieure. Ich fange mal mit diesem Ingenieur an. Dahinter ist gleich noch einer. Der wäre eh geedet. Ich werde, nachdem ich euch gezeigt habe, dass diese Mobs dazu zählen, eine kurze Unterbrechung machen, werde weiter die gesuchten Mobs töten und mich dann wieder bei euch melden, sobald ich alles zusammen habe. Aber davor werde ich euch noch von oben das Questgebiet zeigen, damit ihr seht, wie groß das ist und wo man überall entlang laufen kann. So, ihr habt gesehen, diese Mobs zählen dazu. Jetzt eine kurze Übersicht der Lage. Also, Questgebiet ist da unten, dahin gibt es da auch noch Mobs, ja, da sind auch noch Mobs, wunderbar, und noch viel weiter, schaut mal her. So, jetzt die erwähnte Unterbrechung, nicht wegschalten, bis gleich. Gleich bin ich beim Abgabe-NPC angekommen und da bin ich auch schon. Was liegt an? Quest ist abzugeben bei Papa Mauschel. Im Nether-Sturm, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem gibt es in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. iZocker, Ende.